Herbstflock. Ja, ich bin gerade unterwegs. Wir haben aktuell Freitag. Ich habe im letzten Video ja angekündigt, dass ich vermutlich mal einen anderen Sparer brauchen werde. Ja, und bei den Kleinanzeigen im Internet, da war einer drin gestanden. Ein Feller. Typ unbekannt. Jetzt weiß ich den Typ, ist er TS310D. Ja. Im Internet sahen die Bilder nicht schlecht aus. Jetzt habe ich nicht gesehen. Kurvenbahn leider kaputt. Ist nichts gewesen. Ja, ich war wie gesagt nochmal unterwegs. Ich habe jetzt geguckt wegen Spade und ob es nicht irgendwo noch was gibt, was Brauchbares. So, mal ein wenig umgucken im näheren Umfeld. Ja, ich sag, die altbekannte Technik an Feller, TS312DRF zu Wiener Hock. Denn wenn wir noch einmal kriegen, wäre natürlich das Optimum. Was Besseres. Müsste es gar nicht sein. Ich meine, die Technik kenne ich, der hat lange, lange bei uns gedient. Aber die sind im Moment ziemlich rar gesät. Ich weiß, da werden jetzt viele kommen, der Feller ist Mist und überhaupt. Ja. Ich muss halt mal gucken, was hier im Umkreis noch steht. Ich meine, ich will da keinen Sparer kaufen, wo ich dann vielleicht noch 500 Kilometer fahren muss. Ideal wäre natürlich so im Umkreis 50 Kilometer, den du dann auch mit dem Schlepper direkt abholen könntest, den du natürlich vorher angucken kannst. Das wäre natürlich das Optimum. Aber gut, da müssen wir halt mal sehen. Der ist auf alle Fälle nichts. Zumindest nicht so, wie ich mir gerne hätte. Da ist er mir zu schlecht vom Zustand, zu kaputt. Und ich meine, ich will mich ja nicht verschlechtern, sondern ich will ja was Besseres haben. Nicht zwingend qualitativ besser, aber halt, ich sage mal, vom technischen besser wie andere. Gut, ich fahre mal wieder heim und wir sehen uns dann wieder. Hallo, die Zeit rennt wieder. Eben noch den Schwader angeguckt, der nichts war. Und entschieden, wir richten doch wieder unensam. Ja, und im nächsten Moment haben wir schon wieder Pfingstmontag. Ja, die Zeit, die vergeht einfach viel zu schnell. Samstag ist nicht viel passiert, wir haben ein paar Bäume ausgeschnitten. War aber nichts Filmenswertes, das puh, war eher schlecht. Da hätte es nichts zu sehen gegeben. Ja, so Reste liegen jetzt noch da draußen vom Raussägen. Das ist für meinen Zaunbau ein bisschen Platz geschaffen. Ja, mal Urlaub, die Woche, die ist auch schon wieder rum. So schnell geht's. Jetzt ist, wie gesagt, Pfingstmontag. Ja, Samstag haben wir Livestream gemacht. Den einen oder anderen hat es interessiert, was jetzt dann aus denen zwei Kramen geworden ist. Oder ob ich da jetzt angerufen habe. Also, wer dabei war, der weiß es. Da ging es um einen Allradkram und eine Hinterradmaschine. Schöne Maschine, ganz klar. Preislich liegen sie bei 13.000. VB. Ich habe mit dem gesprochen, also er hat gemeint, wenn ich eine Einzel kaufen würde, ein Allrad 10.000 und im Set wäre ich dann bei alle zwei etwa 12. Ja, so das Ding. Ich habe angerufen, weil es mich einfach spaßeshalber interessiert hat, aber nicht, weil ich es kaufen will, weil ich meine, ich schüttel mir keine 12.000 Euro aus dem Ärmel, das geht nicht. Ich habe jetzt Zaunmaterial bestellt, das war noch knapp, mit die Pfähle und allem, knapp 400 Euro, was ich da organisiert habe. Dann haben wir jetzt die Versicherung vom Pferd noch gekriegt, das sind 219 Euro und irgendwo, wie gesagt, es gibt halt Abstriche. Ich meine, ich habe vier Schlepper und da kaufe ich nicht noch einen, auch wenn es der große Wunschtraum wäre. Ich habe eigentlich nur angerufen, weil es einfach Interesse halber war, was er sich vorstellt. War so, wie ich es mir gedacht habe, wenn du den Schlepper einzeln kaufst, dann bist du bei ca. 10.000 für ein Allrad. Und wenn du es im Set kaufst, dann kannst du rechnen, naja, die Hinterradmaschine 4.000 und den anderen ca. 8.000, du bist natürlich günstiger dran, aber unrentabel, lohnt sich nicht, macht keinen Sinn. Ja, wie gesagt, da Schwamm drüber, vergesst es, Wunschtraum, der Gedanke. Jetzt mal zu was anderem, in die Livestreams ist das einmal gekommen, wenn ich koche, ich soll mal zeigen, was ich so koche. Ja, heute mache ich ja mal wieder eine Arbeit, die wollte ich eigentlich am Sonntag schon machen, aber da waren wir eingeladen bei meinen Paten und deswegen ist es auf Pfingstmontag verschoben. Am Samstag im Stream habe ich gesagt, also es gibt Schupfnudeln und Dutch Oven.
Klatschofen, wer es nicht kennt, das ist so ein Gustopf hier. Sackre schwer. Den stellst du einfach auf glühende Kohlen drauf und oben ein paar glühende Kohlen auf den Deckel. Schmeißt das rein, was du drin haben willst, und dann lässt es halt nochmal 2-3 Stunden stehen. Und dann wird er Essen draus. So in etwa. Was es auf jeden Fall bei mir gibt, das ist das da. Natürlich kein Gemüseeintopf, logisch. Da innen sind jetzt gelbe und rote Paprika, Petersilie und Lauch. Und hier drüben habe ich festes Gemüse, Rhabarber, Kohlrabi ist drin, Karotten sind drin und Sellerie. Und ganz unten drin habe ich noch ein paar Zwiebeln. Normal könnten wir die Zwiebeln erst anbraten und rausnehmen und das nächste und. Ich mache mir das feste Zeug zuerst, dann das weichere hinterher. Und ich habe gesagt, das wird ja kein Eintopf, das wird eine Soße. Da dazu gibt es Hähnchen geschnetzeltes, haben wir organisiert gehabt. Und Schupfnudeln. Ja, die gibt es auf alle Fälle dazu. Und das wird das Abendessen. Und wie das funktioniert, kann ich euch ja gleich einmal noch zeigen. Dann habt ihr mal gesehen, wie ich koche, wenn ich koche. So, der erste Schritt ist auf alle Fälle mal Brikett anzünden. Welche Brikett man nimmt, ist da eigentlich egal. Könnte man theoretisch auch mit Holz machen. Ich nehme halt Grillbrikett. Und dazu nehme ich einfach einen Grillanzünder. Unten drunter. Der wird angezündet. In einem Grillkamin die Grillbrikett drüber. Und dann können die schon mal vorheizen und dann wird das Glühen anfangen. So, und das dauert dann einen Moment und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wenn die Grillkohlen bzw. Briketts dann einigermaßen glühen, so wie es jetzt der Fall ist hier, man sieht schon da unten drin, dann kippe ich sie immer raus auf den Stein und ich mache das Ganze dann immer hier auf meinem Holzwägelchen. Der bietet sich dafür halt optimal an. Das war mal wie so ein Schneidstock oder irgendwas, das hat sich meine Mutter mal gekauft und dann nicht mehr gebraucht und dann ist er ausrangiert worden. Und ich habe da alte Waschbetonplatten einfach rumgedreht und da stelle ich immer meine Kohlen dann drauf zum Vorglühen. Einfach daneben gestellt hier. Dann können die erst einmal schön durchglühen. Und ja, der Rest gibt sich dann von alleine. Ich werde die jetzt dann gleich einmal auf den Stein auflegen, beziehungsweise den Stein auf meinen Wagen rauflegen. Und dann schauen wir mal weiter. Der Dutchofen ist jetzt vorgeheizt, da war vorher noch ein bisschen Wasser drin. Sieht man schon, das ist jetzt schon verdampft. Die Kohlen liegen drunter, der steht jetzt auf so einem Gestell drauf. So schaut es aus. Und jetzt kommt zuallererst einmal Rapsöl neu. Darf ruhig ein ordentlicher Sprut sein. Das Fleisch, was ich habe, wie gesagt, Hähnchen und Putenfleisch vom Metzger. Ist eher fettarm, also ruhig ein Sprut rein. Und später wird die Soße ja da drin auch gemacht. Und dann bietet sich das an. Jo, jetzt lassen wir das Fett auch mal schön heiß werden. Und dann kommt das Fleisch dazu. Und dann schauen wir weiter. Ja, das Fett hat seine Temperatur. Oder das Öl. Sieht man da. Und jetzt kommt der Rest dazu. Ich mache da immer einen Test mit einem Stück. Und wenn es das Zischen anfängt, ist gut. Gut. Fleisch ist drin. In den Töpfen wird nur mit Holzlöffel gearbeitet. So. Prinzipiell nur mit Holzlöffel, damit man sich die Patina, die innen entsteht, nicht kaputt macht, weil eine kleine Besonderheit beim Dutchofen ist, der wird nur mit heißem Wasser am Schluss ausgewaschen, also gründlich ausgewaschen, aber kein Spülmittel verwendet, und diese
Fettkruste oder was man da sagt, was dann noch drin überbleibt, die bleibt immer wieder drin, die bildet dann wie eine Schutzschicht auf dem Gusstopf. Klingt eklig, ist es aber überhaupt nicht. Also wie gesagt, er wird mit heißem, richtig heißem kochendem Wasser wird er gründlich gewaschen. Man kann ja auch mit kochendem Wasser noch einmal da drauf stellen und lässt ihn da einfach auf dem Feuer noch einmal stehen. Dann kocht es den Dreck richtig raus. Dann wird er heiß abgefleut, trocknen lassen und dann wird er dünn mit Rapsöl eingestrichen und mit offenen Deckel abgestellt und eingelagert. Funktioniert wunderbar. Und das, was ich eben meine, diese Verkrustung, das ist kein Rost oder kein Dreck oder sonst was, das ist diese Patina, die der Topf dann da oben hat. Die bildet sich da dann einfach mit der Zeit. Die ist nicht giftig, die ist nicht ungesund. Sagen wir es mal so, das ist das Kochen, wie es früher die Pioniere gemacht haben oder wie es halt ganz früher war. Und es funktioniert. Ja, das lassen wir auf alle Fälle mal hier ein bisschen stehen, bis das Fleisch ein wenig angebraten ist. Und dann schauen wir weiter. So, ich habe das Fleisch vorhin rein. Jetzt war es eine ganze Zeit lang gestanden, vielleicht so eine Viertelstunde. Und jetzt ist es vorgegart. So schaut das Ganze aus. Das Fleischsaft ausgetreten. Ja, vorgegart, wie gesagt. Und jetzt nehme ich es aus dem Topf raus. Der Fleischsaft bleibt einfach drin. Und da brate ich dann, oder besser gesagt, dünste ich dann erst einmal mein Gemüse an, dass das ein bisschen weich wird. Dann, wenn das Gemüse schön weich ist, wird es passiert. Dann kommt mein Fleisch wieder dazu, weil ich will ja schließlich keine Fleischsoße, sondern eine Soße mit Fleischbrocken. Dann kommt das Fleisch wieder dazu, die Soße wird noch ein bisschen verfeinert und dann darf sie noch eine gute Stunde köcheln. Und in der Zwischenzeit kann ich dann meine Viecher versorgen und die Schupfnudeln machen. So, jetzt tun wir das erste Mal raus und dann schauen wir weiter. So, dann zuerst einmal die festen Gemüsebrocken. Und dann kommt der Deckel drauf. So, dann kann das erst einmal ein bisschen vorgaren. Das dauert jetzt dann noch einmal so eine Viertelstunde, dann wird das langsam weich, dann kommt das andere dazu. Darf noch einmal ein paar Minuten und dann werden wir es mal passieren. So, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, habe ich oben jetzt Kohlen draufgelegt auf dem Deckel. Dann habe ich Ober- und Unterhitze quasi. Einfach vor die Kohlen da unten welche weggenommen, oben draufgelegt. Und dann wird es quasi komplett von zwei Seiten gegart. Erhitzt sich schneller, kocht schneller. Was ich jetzt gleich noch machen werde, Deckel kann ich einfach abnehmen. Da sieht man schon, wie es brodelt. Vorsichtig abstellen. Die Flüssigkeit, die ich jetzt habe, selbst wenn ich das Gemüse dann passiert habe, die reicht mir ja noch nicht ganz. Da brauche ich auf alle Fälle noch mehr. Deswegen habe ich einen Wasserkocher gleich noch ein Wasser heiß gemacht. Da kommt gleich noch ein ordentlicher Schuss dazu. Ja, wird so halber, dreiviertel Liter oder sowas gewesen sein. Ja, ist jetzt schön heiß. Das Gemüse hier, merkt man schon langsam, wird auch weich. Und das ist für mich dann der Zeitpunkt, dass ich das restliche Gemüse zugeben kann. Den Lauch, die Paprika und die Petersilie. Wie gesagt, die wird dann auch mit durchpassiert. So.
Dann kann das Ganze jetzt noch einen Moment ziehen. Das wird quasi ein Gemüsefond. Wenn es dann durchpassiert ist, dann hast du keine Stückchen, nichts mehr drin und dann passt das. So, zu dem Zeitpunkt kann man dann auch anfangen, schon die erste Würze reinzugeben. Salz. Gewürztechnisch tue ich dann immer gerne Paprika edelsüß oder Rosenscharf dazu. In dem Fall ist es jetzt edelsüß. Und es mündet aus meinem Glas. Gibt noch ein wenig eine schöne Farbe. Dann schwarzer Pfeffer für die Würze. Und ich tue dann immer noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Ich habe jetzt leider keine Tomaten gehabt, sonst hätte ich Tomaten mit rein. Hatte ich aber leider aktuell nicht. Deswegen nehme ich konzentriertes Tomatenmark dazu. So. Einen ordentlichen Spritz davon. Das darf schon sein. Gut. Machen wir den Deckel wieder drauf und lösen sie mal mit Küchen. So, den habe ich jetzt abgenommen. Und jetzt wird püriert. Ja, püriert, nicht passiert. Wie wir es nennen, ist mir doch wurscht. Ich habe meinen Mixstab da. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, jetzt ist das Ganze püriert. Ich habe jetzt noch ein bisschen Milch dazugeben, damit das Ganze ein bisschen sämiger wird. Weil nur Wasser als Flüssigkeit ist doch ein wenig dünnflüssig dann. Um Soße noch dicker zu machen, könnte man jetzt hergehen, könnte Soßenbinder nehmen. Oder es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach ein wenig Kartoffelsteig rein, nicht viel, dann wird die Soße auch ein wenig dicker. Ja, abgeschmeckt habe ich sie jetzt auch schon. Mit ein bisschen Pfeffer, Salz habe ich noch dazugegeben. Ja, und so schaut sie jetzt aktuell aus. Würze hat sie. Also Pfeffer ist jetzt gut reingekommen. Jetzt kann dann das Fleisch wieder dazugegeben werden. Tini, was ist? Schon haben wir eine fleischige Soße. So schaut der Topf jetzt aus. Ja, wie gesagt, das ist eine Soße aus Gemüse. Kann man genauso. Man könnte jetzt statt Kartoffelsteige auch hergehen und könnte einfach ein paar Kartoffeln mit reinschneiden und die noch durchpassieren, pürieren. Und dann wird das Ganze auf jeden Fall auch gut sämig. Aber so vom jetzigen Zustand, wie es jetzt ist, füllt mir das doch schon ganz gut als Soße. Ist nicht zu dünn. Ja, und so lassen wir sie jetzt dann noch einen Moment eindicken. Deckel drauf. Ich mache in der Zwischenzeit meine Viecher. Und ja, dann werden die Schupfnudeln noch gemacht. Mit meinen Viecher bin ich jetzt auch fertig.
ging relativ flott. Die Soße steht noch oben drauf, also wegen Überkochen normal. Räume kann ich sagen machen. So heiß oder so schnell geht es von der Erwärmung nicht, dass das passiert. Ja, um noch einmal auf den Stream vom Samstag zurückzukommen. Einige haben sich gewünscht, ich soll mal unseren Weizen zeigen. Und das mache ich einmal, bevor der Regen kommt, der sich da hinten nähert. Weil sonst bin ich gleich nass. Da schicken wir uns lieber eine schöne Regenfront. Man hört es mit Sicherheit auch, es ist gut windig. Wir laufen jetzt hier am Weizen vorbei und ja, wie man gesagt, wir haben Disteln. Das Dunkelgrüne, was da so rausguckt, das sind alles Disteln. Leider. Ja, wie gesagt, die sind reingekommen. Da haben wir bei einem Bekannten gedroschen, der hat rein auf Bio, der hat überhaupt nichts gespritzt und nichts gemacht. Auch keine mechanische Unkrautbekämpfung, war einer der Vorreiter hiermit. Ja, und der hatte immer massiv Disteln drin. Wir haben bei dem gedroschen und haben sie uns wahrscheinlich so mit hierher gebracht, in Unterfeld rein. Tja, blöd gelaufen, ist halt so. Spritzen will ich dagegen trotzdem nicht. Ich habe im Frühjahr schon ein wenig mit einem Unkrautstecher rausgezogen und ja, ist halt so. So, noch was ganz anderes. Dann ist noch gefragt worden wegen die Kartoffeln. Die haben wir gesteckt am, ich glaube, 18. Mai. Mittlerweile sind sie auch einmal hochgehäufelt worden. Und so schauen sie aus. Also die Sorten, ich müsste jetzt meinen Zettel holen, wo das draufsteht, was was ist. Weiß ich nämlich nicht auswendig. Aber in jeder Reihe ist schon was hochgekommen. Hier unten, das sind auf alle Fälle, so viel weiß ich noch, 6 Reihen Bamberger Handle. Die sind hier. Ja, die unterste Reihe ist ein bisschen schlechter, denn dann wird es immer dicker. Die Bamberger Handle allgemein sind noch ein bisschen kleiner gehalten. Hier oben denke ich, das könnte Gala gewesen sein. Ne, das müssen rotschalige, glaube ich, und das da, da waren die blauen St. Galler. Die sind auch noch ein bisschen am Muckschen. Das da, der müsste jetzt eigentlich Gala sein. Fragt mich nicht so genau, und oben ist irgendwie Soraya. Aber auswendig weiß ich das, wie gesagt, auch nicht. Müsste ich auf meinen Plan gucken. So schaut es auf alle Fälle bei den Kartoffeln aus. Kartoffelkäfer, toi toi toi, überhaupt noch nichts. Wahrscheinlich, weil die Pflanzen noch so klein sind, haben sie sich noch nicht hergezogen. Kann aber ganz schnell kommen und dann wird es wieder Zeit zu spritzen. Ja, haha. Da kommen wir dann auch wieder dazu, wenn es soweit ist, wegen meiner Meerrettiche auch, wie ich das gemacht habe. Da haben einige gefragt, ob ich das nochmal erklären kann. Selbstverständlich. Ja, was wir halt hier drin auch haben, die Ackerwinde. Leider. Ekelhaftes Zeug kriegst du gar nicht los. Mistgelump. Schlingt sich immer um die Kartoffeln rum, das hast du auch überall. Ja, aber so schauen die auf alle Fälle aus. Und der Weizen, so schaut der aus. Also wir haben niedrigere Stellen und höhere Stellen. Ja, aber so ist der bei Anane. Läuse haben wir noch keine dran entdeckt. Da hängt eine Raupe. Ja, also so steht er, für unseren Zweck steht er gut da. Dann wächst der Klatschmohn wieder drin, den sieht man ja auch. Da ein paar einzelne und das schönste Eck ist immer hier unten. Also ich finde, es schaut optisch immer gut aus. Andere Felder schaust du an, die sind halt nur Weizen und der ist alles gleich hoch und alles gleich schön. Und kein Unkraut, keine Ungräser, nichts drin. Ist halt bei uns nicht. Aber wir machen das, wie gesagt, seit 20 Jahren so. Und so schlecht ist der Ertrag nur auch wieder nicht, dass ich sage, ich müsste jetzt unbedingt spritzen. Klar, also das ist wirklich nicht schön. Gefällt mir ehrlich gesagt selber nicht. Müsste ich jetzt höchstens einmal mit einem Ampelstecher runter, wenn es jetzt geregnet hat, und einmal versuchen, von denen noch ein paar rauszuziehen, bevor die wirklich richtig blühen. Weil wenn die Distel mal blüht und ausfliegt, dann hast du natürlich überall. Tja. Und wenn gar nichts hilft, dann müssen wir halt wahrscheinlich doch irgendwann einmal spritzen. Aber so lange wie es geht ohne. Weil ich finde ganz ehrlich immer, auf Feld steht zwar ein bisschen Grünzeug mit drin, aber pff, mich juckt es nicht.
Es schaut optisch aber schön aus mit ein paar Blumen. Und für uns ist die Ertragsmenge, wie gesagt, noch vollkommen in Ordnung. Also mache ich mir da jetzt keinen Kopf. Ja, das habe ich euch jetzt gezeigt. Und jetzt wollen wir uns mal schicken, dass wir aufkommen, weil die ersten Tropfen kommen. Und meine Soße will ich nicht, dass verwässert wird. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man Outdoor-Cooking macht. Die Draußenküche in dem Dutch-Ofen. Aber gut, so ist es. Ja, da wird zum Beispiel so ein Loch. Da fehlt halt dann ein wenig der Dünger. Da ist er nicht richtig hochgekommen, der Weizen. Aber bis zur Ernte ist noch ein bisschen hin. Und dann kommt er auch noch ein bisschen nach. Jo, so viel dazu. Die Soße mit von draußen rein. Jetzt ist klar der blausche Runde gegangen. So schaut das Ganze jetzt aus. Viel sämig eingedickt noch. Lecker, lecker Soße. Ja, so hat das Abendessen dann ausgeschaut. Vorhin musste ich das Filmen kurz abbrechen, dass die Mutter dann mit reinkommen. Jo, die Schupfnudeln haben wir hier auf dem Ofen dann noch gemacht, einfach in der Pfanne. Und die Soße war im Dutch-Ofen, die habe ich dann umgefüllt in einen Bräter. Da steht der Rest jetzt dann in meinem Kühlschrank. Die steht jetzt da drin. Der Rest, das ist mal Brotzeit für morgen. Ja, wie gesagt, soweit alles gut. Ich habe sie vorhin mit Milch noch abgeschmeckt. Da habe ich mir von einem Bekannten wieder ganz frische Milch noch geholt. Und habe einen guten Schuss noch dazu. War richtig schön sämig am Schluss. Ja, war halt mal ein Vlog einer anderen Art und Weise. Aber es hieß ja mal in die Stream, ja, ich könnte ja mal zeigen, wenn ich koche, was ich immer koche und wie ich koche. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, es ist so nicht viel passiert. Du zeigst halt da mal, wie deine Küchenarbeit oder so ausschaut, was du so in der Küche ein wenig treibst. Und ja, das haben wir jetzt gemacht. Das war halt jetzt einmal Kochen aus dem Dutch Ofen. Und viele haben gesagt, ich soll auch mal Brot backen. Das wird natürlich auch irgendwann noch folgen. Ja, auf jeden Fall. So viel zu diesem Video. Jetzt ist Montagabend. Ich werde jetzt dann ein Video schneiden. Und morgen ist dann wieder Arbeit angesagt. Ich war jetzt dann seit, ja, was war denn das, Himmelfort? Der 30. Mai, glaube ich, daheim. 30. oder 31. müsste ich jetzt lügen. Auf jeden Fall den Mittwoch das letzte Mal gearbeitet. Donnerstag war Feiertag. Freitag habe ich dann einen Tag Urlaub eingetragen als Brückentag. Dann die Woche Urlaub. Jetzt war ja heute Pfingstmontag und morgen geht's wieder los. So schnell ist der Urlaub immer rum, denkst du gar nicht. Ja, draußen bei uns regnet es jetzt gerade schön. So schaut es jetzt da aus. Kommen wieder ein paar Liter runter. Ja, Terrasse muss ich wieder mal ein bisschen entgrasen. Da wächst schon wieder das Gras hoch. Ist halt so. Na gut, auf jeden Fall. Für diesen Vlog sind wir jetzt dann durch. Das war es jetzt soweit. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, wenn ich mal was anderes gezeigt habe. Wenn es einmal nicht nur Bulldog fahren oder Heu machen oder Aggern, Grubbern, sonst was oder Stallarbeit war, sondern wenn es einfach einmal eine Kleinigkeit kochen war. Wie gesagt, den Schwader, den ich mal angeguckt gehabt habe, da am Freitag war das, glaube ich, oder so. War nichts, da riecht man unentwirrt zusammen. So viel da dazu auf jeden Fall. Und Weizen und Kartoffel habt ihr gesehen. Gegen die Disteln muss ich auf jeden Fall ein bisschen vorgehen. Mechanisch erst einmal. Und wie gesagt, die chemische Keule. Solange ich es vermeiden kann, wird sie vermieden. Hat jetzt so lange funktioniert. Warum soll es nicht länger funktionieren? Und die Kartoffeln, Kartoffelkäfer habt ihr ja gesehen, ist noch nichts dran. Oder habt ihr nicht gesehen, ich bin nicht in die Reihen rein. Aber es ist noch nichts dran, die sind, wie gesagt, jetzt die Pflänzle so hoch. Was soll da groß dran sein? Na gut, jetzt sage ich schon wieder na gut, um Gottes Willen, bei jedem Monat saufen, dann seid ihr alle absaufen. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Mal schauen, was bis dorthin passiert. Vielleicht dann endlich mal die Pfähle reindrücken. Und ja, bis dahin, eine schöne Woche euch. Servus, euer Wille.